So, das sind die drei. Dirk Kurruns, Fabian Niemann und Patrick. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Wir haben ja eben ein paar Clips gesehen aus euren YouTube-Filmen. Und seid ehrlich, das klappt nicht immer beim ersten Mal, oder? Nein, natürlich. Also es ist natürlich, man muss viel üben. Es ist auch, wenn wir mal einen Trick schaffen und es sieht in der Kamera nicht so gut aus, dass wir es auch nochmal wiederholen. Das ganze Projekt ist eigentlich mehr basiert auf Marketing, auch auf Events und so eine Geschichten. Dieses ganze Tennistrick ist einfach die Basis. Damit hat es begonnen. Das lieben wir über alles. Okay. Seid ihr Tennisspieler eigentlich? Ja, wir haben alle Tennis gespielt, ein paar mehr Hobby. Patrick auch ein bisschen professioneller versucht. Und okay. Man hat halt gemerkt, dass diese Tennistrick-Geschichte definitiv was ist, wo man auch sein Geld mit verdienen kann. Und deshalb ist es in dem Weg. Ihr könnt da richtig von leben? Also monatlich ist es noch nicht ganz so möglich, okay. Aber es gibt Monate, die sind sehr gut, es gibt Monate, die sind nicht so und man muss einfach sagen, dieses Projekt finanziert sich halt durch Sponsoren. Der Stundenlohn bemisst sich wahrscheinlich auch immer daran, wie lange ihr braucht, bis es dann einmal klappt beim Dreh, oder? Ja. Wie lange hat der längste Trick gedauert, bis es endlich mal geklappt hat? Man muss natürlich sagen, im ersten Video, wo wir damit angefangen haben, war es schon lange. Da hat man schon mal ein paar Stunden gedreht. Mittlerweile geht es eigentlich relativ zügig. 15, 20, 30 Minuten, kommt immer mal drauf an. Ihr habt ja gesehen, am Anfang bei mir beim ersten Mal, ne? Ja, so muss man es machen, ja, wenn man es kann. Ja. Man muss auch ein bisschen Glück haben natürlich im Leben. So ist es. Okay, mit was fangen wir denn mal an? Ja, also Patrick stellt sich eine Dose auf den Kopf und ich versuche ihn mit dem Aufschlag die mal so runterzuschießen. Okay, ist besser, als wenn man derjenige ist, der sich selber die Dose auf den Kopf stellt, oder? Definitiv. Also. Warum muss sich Patrick die Dose auf den Kopf stellen? Ja, er ist gerade neu bei uns, er ist der Jüngste. Da muss man sich beweisen, natürlich. Da muss man sich seine Spuren verdienen. So ist es. Aha. Schon mal einen Ball in die Fresse bekommen? Nee, nicht in die Fresse, nicht direkt, aber gegen Bauch oder so, das ist schon. Ja, okay. Das tut schon ein bisschen weh. Du bist der Spezialist für Aufschläge, ja? Genau, wir haben bei uns jeder so die Geschichten, die einem gefallen. Ich bin der mit Geschwindigkeit. Ivan ist als Beispiel der, wo ein paar mehr Wände drin sind. Also es hängt immer davon ab, was man okay. Halt auch kann. Dann probieren wir das doch mal. Gerne. Du stellst dir die Dose auf den Kopf. Den und dann, wie weit musst du wechseln? Wie schnell schlägst du auf ungefähr? Hast du mal gemessen? Was hast du so? Also ich 100? Ja, damals waren wir bei 180, 190, wo ich noch richtig viel gespielt habe. Ja. Mittlerweile, also der, ich würde mal schätzen, 130 hat er schon. Okay. So, und du schaust. Und nicht zucken, ne? Eben in dem Film hast du ein bisschen gezuckt, ne? Feigling. Wenn du dem jetzt ins Gesicht triffst, ne? Tut dir das auch ein bisschen leid? Naja, dann haben wir wahrscheinlich morgen die Bild-Titelseite, von daher. Ja, okay, ja, da reicht's nicht, dazu musst du mit dem Hammer rein. Okay, toi, 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 sag ich nur. Vielen Dank. Ah, da hat er gewackelt, da muss ich runterziehen, sonst hätte er vielleicht getroffen. Ein bisschen Muffen hast du schon, ne? Aber ich habe mehr Vertrauen in ihn als in Ivan, muss ich schon sagen. So. Wow! Ja, sehr gut! Beim zweiten Mal schon. Nicht schlecht. Schaffst du das bei mir auch? Ich habe den Helm mitgebracht. Ich würde mich zur Verfügung stellen. Also wenn du wie viel liegst du denn höchstens daneben? Wenn ich jetzt einen Helm anziehe, liegst du einen halben Meter daneben? Oder? Also man muss schon sagen, wenn wir es in den Videos machen, dann will ich natürlich nicht verletzen und ich fange halt höher an und gehe halt immer tiefer. Okay. Jetzt im Fernsehen hat man natürlich mehr riskiert, weil man natürlich auch schneller schaffen möchte. Beim zweiten Mal schon, das ist gar nicht so schlecht. So, ist ich ziehe nochmal das Teil an. Okay, und den Ball klebe ich einfach oben drauf. Nee, Quatsch, Ball, das ist viel zu klein. Bin ich ja nicht bescheuert, hier die Dose. Soll ich mal? Ja, also. Mach mal bitte. Sollte halten, wenn ich auch gucken, ob das hier nicht, ob die nicht im Ball durchpasst. Warte mal, hey, habe ich die Dinger in den Augen? Nee, geht. So. So, wo muss ich mich hinstellen? Ja, da so ungefähr. Da so ungefähr. So. Machen wir die Dose noch einmal ein bisschen gerader, wenn es geht. Bitte was? Die Dose noch ein bisschen gerader. Ach so. Perfekt. Die klebt natürlich jetzt sehr fest, ne? Die klebt sehr fest, das wird schwer, die runterzutreffen. So, 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 okay? Die kippt. Oh. Soll ich dir sie dann einmal raufmachen? Ja, mach doch. So. Es ist trotzdem, dass man weiß, dass man so einen Helm anhat, wenn man diesen Ball so auf sich zukommen sieht. Ja, ich glaube, okay. Es sieht ganz schön schnell aus für jemanden, der das nicht täglich macht. Ah. Hast du auch noch nicht gemacht, oder? Dich vom Gast irgendwie ins Krankenhaus? Nee, noch nicht mal eine Dose kann ich am Kopf halten. Jetzt ist sie aber fest, ganz feste draufgeklebt. Ja, okay, ja. Nicht bewegen. Oh. Dann versuch trotzdem. Aber nicht schlecht. Mein lieber Mann, das ist aber echt. Die Quote ist aber gut, ja?
Hammer! Das ist aber super Quote. Also wenn ich jetzt ehrlich gestehe, dass es so gut bis jetzt noch nicht geklappt hat, das ist natürlich... Ich hab am Anfang vor der Sendung gesagt, wenn es heute gut klappt, das wäre natürlich genial, dass es jetzt so funktioniert, ist natürlich doppelt gut. Ja, das ist ja schon, aber das muss man sagen, damit kannst du ja echt wahrscheinlich die Profi-Tennisspieler herausfordern. Ja, also ein Federer hat damit ein paar Millionen, ich 7 Millionen Klicks, glaube ich, gehabt. Was haben wir denn mal probiert? Gegen Tommy Haas? Ne? Haben wir irgendwie so Gartenzwerge abgeschossen oder sowas, ne? Von der Netzkante. Und also die haben, ich glaube, ich habe sogar am besten getroffen. Meine ich jedenfalls in meiner Erinnerung. Ich probiere auch mal was, komm. Ich probiere auch mal was. Ich muss erst mal gucken, ob so ein Tennisball hier vielleicht... Passt so ein Tennisball eigentlich in so eine Tasse rein? Guck mal, genau. Super. Aber ganz haargenau. Da muss ich aber genau zielen, oder? Dass das klappt. Probier es einfach mal. So. Ja, gib mal den. Wo kann man euch, wo kann man eure Sachen sehen? Also bei YouTube? Hauptsächlich bei YouTube, genau. Ja. Wir haben eine tolle Website. Corunes. Genau. C-O-U-R und dann O-O-N-S. Nee, drei O's, weil drei O's. Drei Mitglieder, deswegen drei O's. Okay. Drei O's für Fabian, Ivan und... So ist es. Genau. So, pass auf. Mein Plan ist jetzt, schieße natürlich nicht einfach nur so da rein. Das ist mir zu piefig. Ja? Ich schieße oben gegen das TV-Total-Logo. Da oben gegen. Von da, da hinten zur Band rüber und dann knallt der von da dreimal Titsch, viermal Titschen auf den Tisch, würde ich sagen. Probiere ich zumindest mal. So, soll ich von oben surfen? Wenn du es kannst, ja, wir sind für alles bereit. Entschuldigung, das Schild ist 3 Meter über ihn, da brauchst du keine Angst haben, dass ich sie treffe. Ich bin Profi. Achtung, jetzt und? Ja! Gibt's das? Ja, hast du das gesehen? Ist das der Hammer, aber genau rein! Hier, der Beweis, der gleiche Ball. So. Ja, toll habt ihr das gemacht. Viel Erfolg weiterhin. Das nächste Mal machen wir es noch ein bisschen spannender. Vielen Dank. Wenn eine Stecknadel von deinem Kopf geschossen. dann hast du wahrscheinlich schon die nächste Stufe erreicht und musst nicht mehr die Tricks machen. Genau. Dann hast du wahrscheinlich schon 9. Oder du stellst dich freiwillig hin. Ja, genau. Ja, die Corunes, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Dankeschön, danke. Oh, ist das süß, ist das süß. Iti. Ja. Es hat jetzt schon Haare. Beim letzten Mal hat es noch keine Haare. Wie lange sind die Bilder her? 3, 4 Wochen? Nee, 6 Wochen. 6 Wochen? Guck mal hier. Ist das süß? Können Sie das sehen? Guck mal hier. Das ist E.T. Oh, das ist das süß. Oh, guck mal, das ist ein richtiges Händchen. Darf man die anpacken? Ja, klar. Guck mal, ganz viele kleine Händchen. Guck mal, mit ganz vielen Krällchen dran.